Okay, liebe Schachfreunde, liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer 5 Minuten mit Thomas Zobel. Heute erzählt uns der Thomas über seinen Heimat- oder seinen Stammverein, das war der Schachverein oder die Vereinigte Schachgesellschaft Offenbach, wie sie richtig genannt wird. Genau. Erzähl mal, das war ja jetzt kein Feldwald-Wiesen-Verein, das war ein Verein in einer ziemlich großen Stadt mit auch ziemlich vielen Erfolgen, mit ziemlich guten Mannschaften. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe dort mit 17 angefangen und gleich angefangen, auch Mannschaftskämpfe zu spielen. Und was mir in Offenbach sehr gut gefallen hat, das war einmal so ein bisschen die Schachatmosphäre. Die Vereinsabende waren sehr, sehr gut gefüllt, im Gegensatz zu heute in den meisten Schachvereinen. Es gab ein großes Turnierangebot, wir hatten ein regelmäßiges Blitzturnier, wir hatten ein Schnellturnier, es gab eine große Vereinsmeisterschaft mit 3 Klassen, je 12 bis 14 Spielern, wo man sich einfach auch schachlich sehr gut austoben konnte. Ich hatte auch das Glück, als einer der wenigen jüngeren Spielern gleich ans Brett gezogen zu werden, und man hatte immer gute Möglichkeiten gehabt, einfach zu spielen und sich zu messen. Was noch sehr toll war, Offenbach war damals, als ich angefangen habe, in der zweiten Bundesliga. Das war, glaube ich, das letzte Jahr und auch das erfolgreichste Jahr seit 1985 und oder 86, ich weiß es nicht mehr so genau. Und man ist in eine richtige Schachatmosphäre reingekommen. Ich kann mich noch an Blitzturniere erinnern, die freitagsabend stattgefunden haben mit 20 Leuten, die dann bis tief in die Nacht gingen. Und es hat einfach riesen Spaß gemacht, sich dort schachlich auszutoben. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch so, dass wenn man, was man im Schach erreicht, hat immer auch damit zu tun, wo man wachsen kann. Und wenn man in so einen großen Verein wächst, da hat man immer Leute, die besser noch als man selber sind, und an denen kann man sich dann weiter ausbilden. Das fehlt in kleineren Vereinen. Ja, da hast du in Offenbach ja natürlich einen super Nährboden gehabt, also als junger aufstrebender Spieler. Ne? Das war bei dir ja dann wahrscheinlich fantastische Startbedingungen, die du hattest. Das waren sehr, sehr gute Startbedingungen. Das hat auch noch ein paar Jahre gehalten, eigentlich bis zum Schluss. Und das Wachsen ging eigentlich fast von alleine. Okay. Es ging eigentlich fast von alleine. Also ich habe noch einige Schübe gemacht, wie jeder andere auch. Und was halt ganz toll war, ist, man ist auch mit unterschiedlichen Spielertypen in Berührung gekommen, unterschiedlichen Eröffnungen, und die sich gar nicht so sehr in DWZ-Zahlen, wie es damals hieß, oder heute derzeit waren es ja noch Ingo-Zahlen, genau, oder DWZ-Zahlen irgendwie pressen lassen. Also man musste sich nicht nur mit Spielstärke messen, sondern auch mit unterschiedlichen Spielertypen. Stichwort Spielertypen, ja, da gab es bestimmt Leute in dem Schachverein Offenbach, die für dich Vorbilder waren. Bestimmt gibt es sowas. Ja, oder sagen wir nicht Vorbilder, das ist immer so ein komischer Begriff, aber sagen wir besser, die dich beeinflusst haben im schachlichen Sinn, also an denen du, von denen du viel gelernt hast. Also. Im Nachhinein habe ich, glaube ich, am meisten von meinem damaligen Jugendleiter Horst Müller noch gelernt. Das merke ich erst eigentlich jetzt, wenn ich älter geworden bin, wenn sich so ein gewisser Spielstil verändert. Wirkliche Vorbilder hatte ich eigentlich in Offenbach eigentlich nicht direkt. Ein guter Freund von mir, der Norbert Neff, gehörte vielleicht ein kleines bisschen dazu, weil er ein sehr, sehr guter Naturschachspieler war, der eher sich seine Spielstärke erspielt hat und nicht unbedingt erlernt hat. Aha. Ja, warum bist du dann irgendwann von Offenbach weggegangen? Hatte das umzugsbedingte Gründe? Hatte das Gründe, dass sich der Verein geändert hat? Oder hast du nicht mehr so gerne Schach gespielt? Warum bist du dann weg von Offenbach? Ja, das hat sich so ein bisschen, es war ein bisschen vielschichtig. Du hast einige Antworten schon vorweggenommen. Oh, wollte ich nicht. Einige Antworten schon vorweggenommen. Ich bin 2000 nach Frankfurt gezogen, und der Offenbacher Schachverein war etwas exponierter. Er war nicht unbedingt zentral zu erreichen, sondern in Offenbach-Humpenheim, schon an der Grenze zu Mülheim. Und das nur ein Bus gefahren und war damals auch nicht so mobil, dass ich dort wirklich regelmäßig auftauchen konnte oder wollte, auch berufsbedingt. Und der Schachverein hatte sich ein kleines bisschen geändert. Es gab Ideen, vielleicht aus dem Verein was anderes zu machen, aber
es hat sich vieles darauf fixiert, Jugendspieler zu fördern. Und es gab auch Eltern dabei, die ein bisschen ambitionierter waren und Jugendliche, die sehr ambitionierter waren. Und dann, das hat sich ein wenig darauf reduziert. Aha. Zumindest hatte ich das Gefühl und bin ja irgendwann zu dem Schluss gekommen, ich könnte einfach einen Wechsel gebrauchen. Stichwort Wechsel. Wir wechseln gleich die Filmrolle. In der Folge 3, gerade wo wir es noch von Jugendarbeit hatten, geht es darum, was du Jugendspielern empfehlen würdest. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.